Willkommen zu den Morning News. Mittwoch haben wir heute und das sind die vorletzten Morning News diese Woche. Freitag bin ich in Stuttgart. Gibt es wieder einen eBay Workshop. Freue mich schon drauf. Ja, und heute ist Bergfest. Also die Woche geht bergab. Es ist eine Frage, ob das jetzt im Augenblick immer noch so schön ist, wenn man sich hier überlegt, dass ja jetzt nun langsam aber auch sicher die Weihnachtssaison startet. Ja, was gibt's Neues? Was der Elon kann, kann der Jeff schon lange, das wissen wir. Beide sind aktiv mit ihren eigenen Raketen, aber, und das ist jetzt spannend, AWS hat nun auch einen eigenen Service für Satellitenanbieter gelauncht. Und zwar werden dort mittels 12 Antennen, die weltweit positioniert sind, die Konnektion zu den Satelliten und die Datenübertragung halt vereinfacht. Das ist ein Projekt, was mit mehreren Unternehmen gestartet ist. Unter anderem mit dabei ist auch Lockheed Martin. Die Pressemitteilung von Amazon dazu findet ihr wie üblich unterhalb des Links. Ja, wir bleiben bei Amazon. Die koreanische Airline Korean Air geht halt auch 100% zur AWS Cloud. Sie stellen ihre gesamte IT-Infrastruktur um. Grund dafür ist, dass sie sich eine höhere Agilität versprechen. Okay. In der Tat ist es ja auch so, dass die Amazon Cloud extremst leistungsfähig ist. Auch hat endlich Amazon zwar nicht für Deutschland, aber zumindest in Amerika halbwegs Zahlen zum Black Friday bzw. Zu dem Prime-Wochenende veröffentlicht. Und es sieht so aus, dass insgesamt die Amazon-Kunden über 180 Millionen Produkte bestellt haben sollen weltweit. Diese Zahl ist nach wie vor, gemessen an dem, was in China passiert, nicht mehr als ein Fliegenschiss. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin etwas überrascht, wie ja doch ein klein wenig zurückhaltend man so in seinen Pressemitteilungen ist. Und das ist jetzt egal, ob es ein eBay ist oder ob es ein Amazon ist. Die wissen schon um die Unterschiede und um die fehlende Leistungsfähigkeit ist schwierig, aber halt um den fehlenden Push, sich in irgendeiner Art und Weise mit dem, was am Double 11 in China passiert ist, zu messen. Die englische Kartellbehörde Competition and Market Authority, CMA, hat die Übernahme von iSettle und PayPal einmal unter die Lupe genommen. iSettle war ein Zahlungsanbieter, der recht gut positioniert war innerhalb der stationären Ladengeschäfte, ist für eine Milliardensumme dieses Jahr von PayPal übernommen worden. Und ja, die CMA kritisiert diese Übernahme in einem hohen Maße und sieht die Unabhängigkeit der Preisbildung gefährdet und ist der Meinung, dass eigentlich iSettle ein Wettbewerber, wenn er nicht übernommen worden wäre, von PayPal zu PayPal geworden wäre und dass sie sich hier für die Verbraucher vorteilhaft oder für die Händler vorteilhaft einen Preiswettbewerb entwickelt hat. Und sie kündigten an, dass sie weiterhin diese Übernahme, die Preisentwicklung im Auge behalten werden und gegebenenfalls eine weitere Phase, den Vertrag zu prüfen und zu starten. Ja, finde ich gut, Marktkonzentrationen zu beobachten. Finde es ja auch spannend und auch gut, dass auf der anderen Seite unser deutsches Kartellamt hier in der Tat einmal das Geschäftsgebaren von Amazon untersucht, auch wenn, davon bin ich überzeugt, hier es kaum Anhaltspunkte geben wird, die groß in der Kritik stehen, denn der Datenfluss zwischen Marketplace und Amazon-Eigengeschäft, der wird in der Form nicht da sein. Dessen bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und die Datengewinnung Marketplace zu Eigengeschäft, der ist halt auch über einen Haufen an externen Tools möglich, sodass ich denke, dass Amazon hier solche Tools verwenden wird. Ja, das chinesische Medium China Internet Watch hat ganz spannende Zahlen veveröffentlicht. Und zwar sind im Q3 102 Millionen Smartphones in China verkauft worden. Und das bedeutet, dass sich die Top 5
der chinesischen Smartphone-Anbietern über 80% vom Markt teilen. Finde ich im Übrigen eine sehr spannende Geschichte. Ähnliches haben wir halt auch schon oder Ähnliches sehen wir in China auch bei den Zahlungsanbietern wie auch bei den Marktplätzen, dass die Konzentration auf wenige Teilnehmer in China sehr, sehr schnell zu passieren scheint. Es bilden sich dort eine Menge an Oligopolen. Klar, China ist ein von außen sehr und immer noch sehr geschützter Markt, aber trotz alledem konzentrieren sich die Verbraucher eigentlich auch auf eine recht geringe Anzahl an Anbietern. Und wer in China die Marktführerschaft hat, der kann auch meistens diese über eine recht lange Zeit behaupten, wie wir es jetzt in Alibaba sehen. Und wenn ihr euch tatsächlich mal den Unterschied anschaut zwischen Alibaba und dann dem Verfolger Tencent, dann ist das halt schon in der Tat ein großer Abstand zwischen den beiden. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Meine liebe eBay-Seller-Konferenz, ich bin jetzt, glaube ich, mittlerweile bei Zeile, ich glaube 23, 24 von insgesamt 60 pro Zeile ein Slot. Und gestern bin ich darüber gestolpert, dass ich dem Muhammad Al-Hakim, auch ein Marktplatzhändler, announced habe, beziehungsweise ihn in der Timeline bearbeitet habe. Was wird er machen auf der eBay-Seller-Konferenz? Er wird einen Workshop geben. Er ist gelernter Produktfotograf. Und hat das nun das ein oder andere Mal schon durch ganz, ganz tolle Erklärungsvideos von mir in der Wortfilter-Facebook-Gruppe gezeigt, dass er mit recht einfachen und auch wirtschaftlich günstigen Ressourcen hervorragende Produktfotos darstellen kann. Ja, und sein Titel wird halt auch sein, wie man mit einem 200-Euro-Equipment hervorragende Produktfotos machen kann. Es wird ein kleiner Workshop werden in einem der 12 Workshop-Räume für 60 Mann und er wird euch erklären, wie ihr selbst halt nicht nur die Produktfotos erstellen könnt, sondern sie dann halt auch im Nachgang bearbeiten könnt. Ich denke, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, wo es bei vielen hakt, dass sie kaum in der Lage sind, über ihr breites Sortiment schnell und günstig hervorragende Bilder zu erstellen. Ja, das zweite Thema, über das ich gestolpert bin, ist das Produkttexte-Thema. Auch eine, finde ich, enorme Herausforderung vieler. Sie benutzen meistens kurze Texte von den Herstellern vorgegebene Texte oder im schlimmsten Fall kopieren sie das, was sie bei Amazon in ihren Listings verwenden an Texten, aber dass ihr fantastische, emotionale, begeisterungsfähige Texte verwendet, ist eigentlich gar nicht so der Fall. Und der Tobias Lang, Produkttexter und im Übrigen auch mein Lektor, wird euch auch hierzu einen Workshop geben, um euch zu erklären, zum einen, wie identifiziert ihr die wichtigen Keywords, das ist wichtig für den Titel, und aber auch, wie beschreibt ihr eure Produkte so, dass das eure Verbraucher anregt. Dort gibt es in der Tat einiges an Werkzeugen, an Grundsätzen, an Basics, die für euch wichtig sein können. Ja, und auch eben ganz genau das vermittelt euch der Tobias Lang in einem kleinen Workshop. Sowohl der Tobias wie auch der Mohammed, beide haben auch gleichzeitig einen kleinen Stand bei uns auf der eBay-Seller-Konferenz, sponsored bei eBay, denn sie bieten halt auch ihre Dienstleistungen in der Tat an und das halt auch zu Preisen, die für einen kleinen und mittleren Händler durchaus finanzierbar sind. Gerade der Mohammed, der in Berlin mit seinem Unternehmen sitzt, kann auch euch besuchen, kann in eurem Unternehmen die Produktfotos machen, kann euch aber auch in eurem Unternehmen schulen, wie denn Produktfotos zu machen sind. Ja, das war's. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch einen unfassbar geilen Mittwoch. Habt Reibach bis zum Abwinken. Habt einen super Tag. Keine Ahnung, wie das Wetter ist in der Südwestpfalz. Es ist noch düster. Ja, aber lasst euch durch niemanden ärgern, nicht durch die Marktplätze, nicht durch eure Wettbewerber, durch eure Mitarbeiter und erst recht nicht durch eure Kunden. Also, bis morgen. Tschüss.